Aber ich hab noch. Moment, ich gebe dir noch eine Speed Potion drüber, dann sind wir ein bisschen schneller, warte. So. Lop. Und jetzt süffeln wir dich schnell und dann geht's. Auf! Miau. Miau to infinity and beyond. Bis ins Unendliche und noch viel weiter. Super übersetzt. Danke. Ich glaube, die Leute können sich doch alles übersetzen. Ich helfe nur. Ja, ist okay. Ich glaube, die Leute können sich bei mir gar nicht entscheiden, ob ich jetzt extrem schlechtes Englisch oder gutes Englisch spreche, weil ich ja andauernd hier nur so, it's a very, very long way that we are going right now. Ja. Ja, das ist aber auch völlig, völlig bewusst so, ja. Daran ist noch nichts falsch. Ab in die Boote und los geht's. Hallo? Meins fährt sehr langsam los. Ja, das ist gerade wirklich, aber es ist spannend. Ich zoome noch ein bisschen ran, damit man sieht, wie schnell sich das Boot bewegt. Und, ja, oh, es wird Nacht. Sollen wir den Fluss entlang? Ja, Moment, ja, wir sollen da hinten, da ist ein Tempel irgendwo. Hallo, Alter, gibst du jetzt mal Gas, ich mach dich kaputt, du scheiß Boot. Du verkacktes Kackboot. Du verkacktes Kackscheiß, guck mal, ich fahr. Achtung, vorsichtig, okay. Ich habe bei der ersten Klippe gerade schon mein erstes Boot kaputt gefahren. Das ist völlig okay. Weißt du, ich bin Profi in sowas. Allein schon, wie ich damals immer, ich habe immer in meinem Minecraft-Let's Play, das ich komischerweise 3000 Mal erwähnt, weil wir gerade Minecraft spielen, also da habe ich ja auch meine eigenen Flüsse gebaut. Was in deinem Minecraft-Let's Play? Oh Gott, wofür falle ich? Au. Bist du gestorben? Nein. Wie bist du gestorben? Ey, hör auf zu sterben, Mann. Wie ich gestorben bin? Ja. Das wirst du wahrscheinlich gleich sehen, wenn du dem Fluss weiter folgst. Also ich sehe zumindest mal den Tempel. Oh mein Gott! Alter, nee, oder? Ich habe überlebt. Weißt du, wo ich mit meinem Boot gelandet bin? Wahrscheinlich mitten irgendwo hier aus so einer Landschaft, ne? Ja. Ey, das ist aber auch, das finde ich krass gemacht, das finde ich ziemlich cool. Nicht schlecht, Herr Specht. Und dafür sollten wir noch extra Geld zahlen, dass wir hier hochfahren dürfen? Keine Ahnung, aber ich mach mal hier weiter Bootsfahrt, während du da so unglaublich galant neben mir herrennst. Das ist auch, wenn man jetzt irgendwie die Geschichte in Betracht zieht, dass ich der große Bruder bin und dass meine kleine Schwester ist, ein bisschen asozial. Der große Bruder fährt im Boot und die Schwester darf durch die Hügellandschaft klettern. Und sich mit Monstern durch die Gegend prügeln, richtig. Der Bruder ist halt einfach das Weichei. Übrigens, falls ihr euch fragt, warum ich andauernd so dumm durch die Gegend singe, das liegt einfach daran, weil ich keine Musik drunter gelegt habe. Und da braucht man dann irgendwas. Laufen wir in die falsche Richtung oder in die richtige? In die richtige. Ich habe eine Kuhschnaufen gehört. Du hast eine Kuhschnaufen gehört. Ja, das muss die richtige Richtung sein. Aua. Du versperrst mir den Weg. Sag das mal dem Skelett. Tschüss. Alter, du Assi-Skelett. Da ist dein Boot kaputt. Hast du noch eins? Du müsstest noch eins haben im Inventar. Ja, habe ich noch. Was siehst du? Kannst noch weiterfahren. Ich habe für meinen persönlichen Komfort gesorgt. Ja, aber wenigstens hat er uns ja vorher gewarnt, wir sollen vorsichtig fahren. Ach, gut, ja, diesmal habe ich es kaputt gemacht, endgültig. Aber weißt du was, ich habe noch eins dabei. Und noch eins. Da ist der Tempel. Ah, guck mal einer an, okay. Alter, wie oft mache ich das denn eigentlich kaputt? Aber jetzt habe ich keins mehr dabei, jetzt bin ich selbst. Gleich haben wir wieder welche. Warte. Ach so. Ich fäll gerade den Baum. Du darfst das nicht. Hey, besser als eins herzucheaten, ja. Oh mein Gott. Verteidige mich mal. Nö, also solche Frechheiten verteidige ich definitiv nicht. Okay. Guck mal, ich verteidige dich ja schon. Ah, du bist so lieb. Guck mal, jetzt mach ich hier voll den Skillshot. Ah, guck mal, warte, so. So, hier hast du ein Boot. Ich hab dir eins zugeworfen. Dankeschön. Oh! Ich sollte mal irgendwie hier, keine Call of Duty Commentaries, sondern Minecraft, Bogen Commentaries machen. Du kennst doch auch diese, zum Beispiel Counter-Strike-Videos, wo die Leute einfach durchlaufen und dann ist es so übel editiert und mit Musik noch unterlegt so und dass immer bei jedem Geräusch in dem Lied einfach so ein Headshot gegeben wird und so. Und das machst du mit Bögen. Ja, genau. Oh mein Gott! Oh, das wird aber ganz schön rabiat hier. Hier stand Read Note 4, ne? Gerade. Okay, Moment. Schön dran vorbeigetuckert. Ja, das lese ich auch gleich, sobald ich hier, guck mal, ich bin angekommen, wo wir hin sollten. Das ist doch schon mal was. Jetzt kann ich, glaube ich, sogar mein Boot mitnehmen, wenn ich jetzt nicht scheiße baue. Komm! Ah, zack, hab's. sind wir gerade eben an den Anfang zurück? Gut gemacht, du bist zu weit gefahren. Da oben stand nämlich schon das ganze Zeug. Ah,
Ich hasse dieses Let's Play jetzt schon. Oh mein Gott, geh mir aus dem Weg. Scheiß Zombie-Arsch, der da plötzlich aus den Bäumen gesprungen kommt. So was hab ich normalerweise nur bei Tarzan. Weißt du, weil Tarzan springt auch aus den Bäumen und so. Ja, ja. Ja, war ein guter Witz, ne? Ja. Liegt der Tempel vielleicht hier unter im Wasser drin? Hm? Ist der Tempel hier unter Wasser oder wo soll er sein? Nein, guck mal, der ist doch da oben hier. Das ist der Tempel, oder? Denke ich mal. Hier, da. Nein, das ist das Parlament, da waren wir vorhin. Ah, Tatsache, stimmt. Du hast unglaublich mal recht, wie immer halt. Okay, ich lese jetzt einfach mal Note 4, da wird das bestimmt erklärt, ja? Ja, während des Dichts und ich Zombies versuchen anzugreifen. Ich töte sie. Okay, sign, it says bla 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 bla, this is where you need to go, but where is the temple? Okay, wir wissen auch, also die Notiz weiß auch nicht, wo der Tempel ist. Okay. Das ist bestimmt irgendwo da unten. Ich gehe jetzt aber mal ganz runter, ja? Und ich probiere das jetzt einfach. Boah, Hardcore Kedos. Ich hab gleich keine Luft mehr. Hier oben an der Decke ist überall Luft. Also ich hab zumindest mal irgendeinen Eingang gefunden. Und da ist ein Creeper. Toll, der wird gleich explodieren und die ganze Höhle. Blocken am besten einfach. Das macht dann ganz wenig Schaden. Ach stimmt, man kann ja auch blocken. Alter, ich kenne mich mit gar nichts aus. Es ist schon mal aufgefallen, Alter, dass ich mit gar nichts auskenne und jetzt rohes Fleisch essen muss, weil wir nichts gebraten haben. Warum ist der Boden hier gelb? Ach, das ist Sand. Schätze. Nein, das ist Pisse. Hm, könnte das der Tempel sein? Du bist der Schmerz in meinem Arsch. Das ist bestimmt der Tempel, das sieht schon so tempelartig aus. Ein bisschen dunkel der Tempel, ne? Ich hab nicht so viele Fackeln, ich hab noch 2 Stück. Ja, ich werd gerade eher beschossen, das macht auch ganz schön viel Spaß. Zwar nicht so viel Spaß wie... Alter, geht mir nicht auf den Nippel! Ihr seid aber auch wirklich 2 Schlawiner hier. Wieso steht hier Escape? Keine Ahnung, wir sind so... Was sind das für... Oh, guck mal, kleine Putziwürmchen! Oh Gott, die Putziwürmchen haben mich angegriffen und runtergeschmissen. So, scheiß Skelett hier mal, bitteschön. Ey, das ist aber auch ein... Kann man die nicht kaputt machen, die Dinger hier? Die... Ach, dürfen wir nicht, die... Escape, wir sollen einfach abhauen, oder was? Ja, warum? Hä? Warum steht da jetzt einfach Escape? Ich verstehe es genauso wenig wie du. Guck mal, kleine Putziwürmchen! Alter, geht mir nicht so auf den Sack hier. Krass. Ich weiß nicht, warum wir escapen sollen, aber es wird schon irgendeinen Grund haben. Ich habe einen Schalter da drin gefunden, zumindest. Das ist ja schon mal gut. Dann laufen wir jetzt aber mal vielleicht hier in die Richtung. Da, wo steht Quick Exit. Okay, da bin ich gut dafür. Wo bist du? Wo bist du? Hä? Wo ist hier hinter dir. Genau okay. Hinter dir. Okay, genau, okay, gut, jetzt bin ich wieder beruhigt. Ah ja, guck mal, da steht Quick Exit. Oder Exit Quick. Das ist Quexit. Mann, das geht doch nicht. Quexit. Quexit. Quexit ist die weiterentwickelte Form von Quecksilber, die sich nur in den Höhengebirgen der Alpen finden lässt und sich unter den untersten Gesteinen des Samsons befindet. Wenn Sie Quexit mit einer kleinen Mische an Quecksilber vermischen, ergibt sich dabei eine neuartige Form namens Quecksil. Quecksil ist wirklich wundervoll, wenn Sie es zum Kochen, zum Backen oder zu weiteren verschiedenen Arten zur Verfeinerung von einzelnen Gerichten verwenden wollen. Wow. Okay, ich glaube, wir sollten hier hochklettern mit unseren Leitern. Mit unseren Leitern klettern wir hoch. Ja, Michael und Kedos. Da, guck mal, wie gut ich bin hier. Read Note 5. Oh, wir sind wirklich boshaft, Mann. Okay, ich lese das mal vor. 1, 2, 3. Puh, das war knapp. Diese Biester. Schau, was wir gefunden haben. Einen Schalter. Lass ihn uns doch besser in einen Checkpoint stecken oder er möge verloren gehen. Also, das Schild hat gesagt, klettert. Was könnte das bedeuten? Dass wir vielleicht klettern sollen? Dass sich das alles so aus den Hüften raus übersetzt, ist aber schon ganz schön bosshaft, ne? Ja. Du solltest vielleicht zurück zu Laertos gehen. Vielleicht kann er uns erzählen, was wir als nächstes tun sollten. Bleib flussaufwärts zu dem Pfad und geh back zu Frichjask. Mhm. Okay, wir kommen jetzt zurück. Oh, ich glaube, mein Minecraft ist gerade eben unglaublich imbarmäßig abgestürzt. Mach nix. Fraps sollte es aufgenommen haben bis dahin. Oh, Fraps, du bist so unglaublich toll. Ja, ich... Danke. Das heißt, es gibt gerade eben diesen wundervollen Dialog nur in deiner Aufnahme. Ich nehme auf. Hallo. Ja. Frapsy. Frapsy. Aua, Skelett. What the fuck?
Das ist dann die Director's Cut Edition. Ja, das vermute ich gerade eben auch. Alter, kann sich das mal wieder fangen hier? Hallo, 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 hallo. Bin ich denn gerade? Hallo, 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 hallo. Ich lauf schon mal vor, ne? Ja, das ist absolut kein Problem. Lauf ich teleportiere dich danach. Das ist, erspart uns ein bisschen Zeit zumindest. Hallo, hallo. Vielleicht solltest du ab sofort die Notizen öffnen. Nein. Lieber stürzt es bei dir fünfmal ab, als dass ich was vorlese, ne? Ja. Okay, das ist natürlich, das sorgt auch für einen gewissen Spannungsfaktor im Let's Play. Ja, da so, wird es abstürzen oder nicht? Alter, jetzt muss ich ja sogar am Taskmanager gehen, um das ja nicht zu fassen. So ist das Leben. Mal flach, mal eben. So, Prozess beenden und wehe, da ist jetzt irgendwas kaputt in den Movies. Ach, guck mal hier, da ist ja alles irgendwie halbwegs. So. Dann können wir aber keinen Splitscreen machen, sonst ist das so ein bisschen zu gedönsend. Verstehst du, was ich meine? Warum? Mach halt einfach bei dir halt eine Minute schwarzer Bildschirm oder so. Stimmt, das können wir doch machen. Ja, aber du stellst dich aber auch an, ne? Du kennst mich doch. Ich bin unglaublich perfektionistisch, was sowas angeht. Wenn bei mir mal was nicht klappt, dann ist das einfach nicht gut. Ich leg den Schalter in den Checkpoint. Ja, mach das. Spiel du einfach mal so lange weiter, ja, das funktioniert dann schon irgendwie. Und ich guck so, dass mein Fraps irgendwann wieder funktioniert. Okay. So, ich werde jetzt wieder bei dem Typen da, ne? Okay, ja, gut, mach einfach weiter. Ist okay. So, warte, so. Ist ja das Doofe, dass ich bei Minecraft jetzt auch noch die Auflösung hier gerade mal einstellen muss. Ja, man kriegt hier richtig mit, was hinter dem Let's Play eigentlich an unglaublichem Aufwand steckt. Ein Fenster klein und groß ziehen. Krass! Boah, du hast mein Beileid. Dein Beileid? Mhm. Ich dachte, ich hab dein Twilight. Aha! Ich gönn mir einfach mal einen Schluck Kiwi Erdbeereistee, TM. Okay. Und so, Moment, starte ich meine Aufnahme wieder. 1, 2, 3. Da sind wir auch wieder in meiner Aufnahme, nachdem alles abgestürzt ist. Ich sag das, weil ich keine Ahnung habe, wie ich das geschnitten habe. Teleportiere mich, Michael. Teleportiere mich. Beam me up. Station. Tippe hier. Kedos. Okay, hallo. Ich sehe dich zwar noch nicht, aber wahrscheinlich wirst du da sein. Ja, ich bin da. Dann öffne die Truhe und lies, wie du noch nie gelesen hast. Ich lese wirklich, wie ich noch nie gelesen habe. Moment, 3, 2, 1, ja. Hello, Laertos, we have been successful. You made it through alive. That's incredible. Oh, was so for it? I had sent you to your doom. Ja, also, wir waren... Das glaube ich dir, dass du noch nie so gelesen hast. Ja, so habe ich wirklich noch nie gelesen und ich glaube, ich werde es auch nie wieder tun. Ja, er ist ganz froh, dass wir das geschafft haben, erleben. We are alright, my friend. We visited a temple you located for us. It was filled with wild beasts. Why we ask, do you know of any other temples? Nein, er kennt keine anderen Tempels, aber hier ist ein Bücherladen in der Stadt und wir könnten da ein bisschen nachforschen. Bam, bam, bam. Und wir sollen ein Buch mit Märchen suchen, warum auch immer. Da sind wir dann vielleicht erfolgreich. Thank you. We will begin a search at once. Und er wünscht uns noch viel Glück und jetzt geht's ab in den Bücherstore. Nein. Doch. Mal auf, hörst du mal bitte auf, dir die Fackel in die Puppe zu stecken? Hallo. Böse. Ich glaube, wir sollten die Stadt mal für eine Weile verlassen. Ist eine Idee, ja? Sollen wir den vielleicht nicht irgendwie kaputt machen oder sonst verfolgt uns das die halbe Map über? Der hat 50 Herzen, ich würde ihn nicht unbedingt töten wollen. Der kann mich auch töten, trotz Diamantrüstung.